Das tut nur leider nicht sonderlich weh, merke ich gerade. Wo kommen die Schatten jetzt auf einmal her? Da muss man aber alleine sich mit den Puddings anlegen. Die Schatten hier haben Vorrang, die sind nämlich nervig. Wobei, die haben wir ziemlich schnell hingekriegt. So, jetzt können wir uns weiter mit dem Pudding begnügen. Okay, ein Dorngestrüpp. Also, was hatten wir, glaube ich, schon mal? Holz des Lebens. Puddingzeug. Noch mehr Puddingzeug. Und hier könnten wir uns theoretisch durchkämpfen. Eine verschlungene Masse aus bösen... Naja, die lesen wir nachher weiter. Ich habe so das Gefühl, dass es dort weitergeht. Entweder das oder... So kann man auch alles aggressiv machen. Zum Glück bleiben die Feuchtspuren da, wo sie hingehören. Du mach mal das hier. Und dann kannst du ja mal kurz eine geringe Fürbitte machen. Ach Herr Jemini. Ich hasse den Insektenschwarm. Und du renn nicht weg, sondern kämpf. Und du versuch irgendwie die Mempefgard hier loszuwerden. Au. Du heil dich lieber mal. Und jetzt den Waldlaurer doch weg. Heilige Scheiße. War's das? Dankeschön. Dornenkranzring, Gewandtheit? Reflexe, Bewahrung. Gib dir mal kurz Haargrim. Nein, ich wollte ins Inventory. Hätte ich gar nicht auf zurückklicken müssen. Du hast einen Ring, der macht Entschlossenheit plus 2, das ist okay so. Macht Gauns Schwur, den behältst du mal schön. Freiheit und Stichsicher, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Macht Verfassung. Ändert schon ein bisschen was an dir. Tapferkeit, Reflexe, starker Zauberdämpfer. Du hast noch einen frei. Gewandtheit, Reflexe. Ring der Zauberei, noch ein Ring der Zauberei. Dann zieh du den mal an. So. Ja. Was ist das hier? Die leuchtenden Pilze verströmen einen schweren, erdigen Moschusgeruch. Okay. Let's go! Eine riesige Feuchtspore. Let's go. Okay. Erstmal die kleinen Sporen ausschalten. Während Alo die Mempefgabe schießt. Das macht echt nicht wenig Schaden. Bei der. So, jetzt die Flammenfäule schnell weg. Und jetzt die kleine Sumpfspore erstmal weg. Ah,
Achso, so wären wir auf die andere Seite des Gestrüpps gekommen, ohne gegen die ganze Sporenviecher kämpfen zu müssen, ne? Du bist markierte Beute, bist niedergeschlagen. Ja. Du warst ziemlich heftig. So ein paar Sumpfspuren. Mhm. Warum ist Alof jetzt gestorben? Hört ihr mich fallen, aber wo ist mein letzter Quicksave? Ziemlich lang zurück, hä? Nicht so toll. Nur einmal nicht aufpassen und schon passiert sowas. Ich darf jetzt wahrscheinlich das die ganze Ebene nochmal machen. Der Tooltip da ist nett zu wissen, aber bis jetzt hatte ich nicht so das Gefühl. Also ja, hier oben waren wir schon drin, wir waren da unten nicht und wir waren eben hier drüben nicht. Gehen wir erstmal hier entlang. Ah, Falle entdeckt. Mal sehen, ob Hagrim das... Ich konnte die Falle nicht entschärfen. Okay. Das hat jetzt gerade Kada getötet. Das ist doch ein Witz, oder? Dass sie da jetzt auf einmal alle instant sterben können. Todesring, ach so. Ja. Dann hatte ich die andere mal vor dem Todesring fern. Ja. Löse ihn aus. Okay, bei mir macht das nur böse Aua. Die da unten ignoriere ich jetzt erstmal. Okay, jetzt sind sie aggressiv. Was nicht so gut ist, das tut nämlich gerade ziemlich weh, merke ich. Ah, du bist gerade beherrscht, okay. Kana ist... Achso. Alle mal zurückziehen, sofern es geht. Raus aus dem Sporengebiet. Okay, da wird gerade Durezum geboxt. Toll, und ich habe den Spielstand nicht noch mal schnell gespeichert. Ups. Gerade eben lief es noch so gut, bis mich der eine Todesring getötet hat. Also nicht mich, sondern Alof. So, das heißt, wir lösen den Todesring noch mal aus.
Found something. So, bei mir macht er nur böse Aua, zum Glück. Ein Fehlschlag, ein leichter Treffer, ein Treffer. Ah ja. So. Ja. Machen wir mal kurz auf uns aufmerksam. So, genug aufmerksam gemacht. So, der Rest zieht sich mal zurück. Edda bleibt da oben doof stehen. Jetzt nicht mehr. Weg, weg, weg. Zurück. So. Haben wir die... Ja, so klappt das ziemlich gut. Außer sie beschwören kiloweise Fäule. So. Gut, drei Men Pevka und ein Laura sind weg. Wir haben den Ring von der Men Pevka gekriegt. Der ist jetzt leider im Dings gelandet. Super. Egal. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Wir gehen lieber jetzt mal etwas vorsichtiger vor. Let's go. Okay, es ist noch ein Waldlaurer übrig, aber der Waldlaurer dürfte nicht so das Problem sein. Let's go. Ich meine, das sind doch Pflanzen. Hallo? Okay, wir wurden gerade... Hallo, wird gerade festgehalten, jetzt nicht mehr. Gut. Renn den mal weg. Okay, solange er den Zauber macht, kann er nicht unterbrochen werden. Sehr schön. Okay, gleich nochmal. Edda. Und Palegina. Und jetzt noch die Sumpfspore bitte weg. So. Hallo. Ich würde es vorziehen, wenn ihr Alof nicht totschlagt. Sondern er einfach zur Vernunft kommt und seinen Zauberstab wieder in die Hand nimmt. Oder sein Zepter. Wie auch immer. So. Jetzt gucken wir mal, ob ich den Todesring hier oben entschärfen kann. Found something. Weil er nicht entschärft. Eine Rohrhautrüstung und ein bisschen wertloses Zeug. Okay, das hat wehgetan, aber macht nichts. Wow, das ist ein schönes Rapier. Nö, nimm mal das Rapier. So. Und hier wäre die Treppe nach unten. Der Moschusgeruch von mir aus. Gut, jetzt klären wir noch mal da unten das Gebiet.
drücken uns einfach mal aus Langeweile durch das Gestrüpp durch.